Das hier, liebe Leute, das ist eine Alaun-Batterie. So eine Alaun-Batterie macht man natürlich mit Alaun. Wo der Herr Bedini die Anleitung dafür her hat, weiß ich auch nicht. Aber damit kann man ganz krasse Sachen machen. Der Tobi aus der Schweiz hat mit so einer Batterie ein Jahr lang seine Nachtbeleuchtung betrieben und jeden Tag so ein paar Minuten Radio gehört. Hat sie dann wieder zur Ruhe kommen lassen, dann hat die sich von selbst, so scheint es zumindest, wieder bis zu einem bestimmten Wert aufgeladen. Und dann konnte es am nächsten Tag wieder machen, dasselbe Spiel. Seit einem Jahr die Batterie nicht geladen und funktioniert immer noch. Einer der ersten, den ich kennengelernt habe, der sich voll dahinter geklemmt hat, war der Lippi gewesen von Action for Free. Der Kerl hat sich wirklich zwei Wochen am Stück, jeden Tag, ich weiß nicht, ob er geschlafen hat, einen Haufen Batterien nebeneinander und hat Tests ohne Ende gemacht. Der hat die direkten Vergleichstests gemacht und ich habe ihn live in der Zeit erlebt. Das war wirklich nicht einfach gewesen. Wo ich das erste Mal eingeschaltet habe, gar nichts geleuchtet hier. Jetzt geht es wieder. Übertrieb wieder Leiste. Aber fragt mich nicht, wo das herkommt. Wie gesagt, richtig ist es leer. Sogar bis zum Papa Schlumpf der freien Energieszene, zum Stefan Hartmann, hat sich durchgesprochen und selbst der hat dann irgendwann mal angefangen, seine eigenen Alaun-Batterien zu basteln. Hallo OverUnity-Freunde vom OverUnity.de Forum und OverUnity.com. Hier ist Stefan. Ich will euch heute mal zeigen, wie man eine Autobatterie nochmal auf Alaun umwandelt. So, und jetzt laden wir sie einfach wieder, ne? Na gut, okay, jetzt probieren wir mal noch was ganz Bescheuertes. Jetzt mache ich mal hier Stopp. Bei 103 mAh war er gewesen, habt ihr ja gesehen. Und jetzt gehe ich nochmal auf dieses Nickel-Cadmium, nee, Quatsch, dieses Nickel-Metall-Hydrid-Programm, weil nur damit kann ich den Akku bis auf 0,1 Volt runterziehen bei 200 mA. Mal gucken, wie viele Milliampere-Stunden da jetzt drin sind. Kriege ich doch noch ein faszinierendes Ende von dem Video hier. Hammer! Also damit hätte ich jetzt selber nicht gerechnet. Die 100 mA haben wir schon erreicht. Bei 0,57 ist es immer noch. Ja, dauert halt jetzt länger, ne? Dass so ein Milliampere hier angezeigt wird, ne? Je niedriger die Voltzahl ist. Oh, hoffentlich schaffen wir die 103. Das wäre ja für mich eine Sensation hier. Für ich vielleicht auch, aber... Ja, dann geht's natürlich wieder her, zählt das Ding hier genau, ne? Wäre halt mal interessant, wie es programmiert wäre. Aber ihr wollt ja auch noch ein bisschen was zu tun haben dann. 103, 103, 103. Und ja! Krass. Na gut, bei einem halben Volt und 200 mA kann ja vielleicht mal jemand so die Zeit messen, ne, dass das jetzt hier unten linear gelaufen ist.
Einfach so nach irgendeinem so Algorithmus. Das wäre halt, aber boah, wenn nicht. Tja. Da will ich jetzt gar nicht mal weiterreden, ne? Da könnt ihr euch mal selber Gedanken machen.